Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Fed mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Fed. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich wieder live dabei sind, so früh am Morgen. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, auch wenn der Thorsten das schon auswendig kennt. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Thorsten vielleicht gleich einen Live-Trade macht, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist und bleibt wichtig und ja, dann sage ich auch nochmal offiziell guten Morgen, Thorsten. Übergebe jetzt sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So. Jo, dann sage ich auch mal Moin, ne? Wenn es hilft. Guten Morgen zu Schulungszwecken. Genau, so wie Nelson das gerade gesagt hat, dient diese Veranstaltung ja nur zu Schulungszwecken. Das können wir auch heute ganz entspannt machen. Wir haben... Ich hatte heute Morgen ein bisschen Zeit und habe mal so geschaut, was wir die letzten Tage gemacht haben, nachdem wir gestern leider Gottes aus unserer DAX-Nummer viel zu früh ausgestiegen sind. Und da das hier eine Kombination ist, hier sind ja die Händler von FX Flat sehr zahlreich dabei. Danke erstmal, dass ihr euren Allerwertesten um diese Zeit schon aus dem Bett hebt und um Nelson morgens guten Morgen zu sagen, hier finde ich sehr nett. Die Bude ist ja, ne? Obwohl es mir heute Morgen schwer gefallen ist, wir haben Geburtstag gefeiert. Wir haben heute ausnahmsweise mal unser Schäfchen schon im Trocknen. Und das haben wir gestern Abend mit den Paternostern gemacht. Und wie gesagt, wir haben ja hier die Leute von FX Flat drin. Wir haben hier heute unsere Service-Pakethändler. Wir haben alle, die Börsen interessiert sind. Und wir haben unsere Paternoster drin. Und wir haben uns ja angewöhnt, morgens Donald Duck. Wieso nennt mich der Nikolaus hier Donald Duck? Das finde ich jetzt nicht lieb. Ich fühle mich wie eine Ente. Wir machen ja die Analysen auf unserer Facebook-Seite und unserem Blog auf ufbas.de und mit dem Paternoster Trader Club handeln wir so eine Position ja auch komplett durch. Die Anfragen kommen immer, ja, wie sieht das aus, wie macht ihr das? Ich habe das jetzt mal die letzten Tage einfach mal dokumentiert. Das heißt, es sieht im Endeffekt so aus, dass wir hier auf unserer Paternoster Webseite dann diese Position alle sehen. Wir haben am 13. August, also vorgestern, ach so, die Stimme ist wie Donald Duck. Ist meine Stimme so miserabel heute? Das glaube ich nicht. Gut, dachte schon, einer von dem Whisky war schlecht. Es gibt doch um die Uhrzeit nur Eistee, lieber Thorsten. Ja, genau. Das hat er sich gemerkt. Kommt vom Bier. Es kommt von zu wenig Bier. So, wir haben am 13. haben wir Nachmittag, also vorgestern Nachmittag im Webinar, haben wir eine Long-Position gestartet. Wir haben das im Webinar Nachmittag erklärt. Wir haben es im Webinar, konnte man das auch nachmittags verfolgen. Wir haben eine Long-Position gestartet, nachdem 11.549 gefallen
geschlossen wurde, das Gap geschlossen wurde und dann kann man diese Position aufmachen. Wenn man da drauf geht, sieht man auch die ganzen Updates. Wir haben die im Webinar live gehandelt mit 200 Punkten Take Profit und kaum war das Webinar vorbei, ist das Ding direkt in den Take Profit gerasselt und danach haben wir direkt das Spiel geschortet. Dann haben wir gestern gestern Morgen haben wir gelongt und haben dann die Position gestern leider viel zu früh geschlossen. Wir haben sie bei 11.000, über 11.700 geschlossen. Wir haben unter knapp 11.8 die Nummer gemacht und dann war alles irgendwie schwierig, keine Chance mehr reinzukommen. Ich hatte jedenfalls gestern keine Chance mehr, die Short-Position durchzuhandeln. Es ist ärgerlich, wenn man dann bei so einer, beim kurzen Rücksetzer, ich habe beim Trendwechsel in 5 Minuten, das gucken wir uns im Chart gleich an, habe ich meine Position rausgeschmissen. Das haben wir dann gestern Abend, haben wir dann unter die 11.442 um 21.52 Uhr habe ich eine Limit-Pullback hingelegt. Ich wollte bei 11.442 longen, das erkläre ich auch gleich, warum ich das gemacht habe. Stop 11.420 und 11.650. Und dann kam der kurze Spike und ich bin viel besser reingekommen bei 11.430, nicht 11.442. Danke an Dirk für die Limit Pullback Order. Die hat mir einen 12 Punkte besseren Einstieg beschert. 11.430 sind wir da rein. 22.04 Uhr haben wir dann ein Update gepostet, dass wir eben besser reingekommen sind. Stop geht auf 11.405, nicht auf die 11.420, wie es vorher angedacht war. Da Entry bei 11.430, Stop 11.406 und dann haben wir gesagt, wir lassen das laufen über Nacht mit Take Profit 11.650. Dann haben wir um 22.44 Uhr, also kurz bevor die Kurse ausgesetzt haben, haben wir eine kurze Empfehlung. Das ist aber ein heißes Spiel. Aber wir haben dann den Stop rausgenommen, kurz vor 23 Uhr, um ihn dann 0 Uhr wieder reinzusetzen. Dazu muss man natürlich auch von 23 Uhr bis 0 Uhr wach bleiben, ne? Ansonsten macht das ja keinen Sinn. Wer das nicht kann, kann sich solche Spielchen auch nicht erlauben. Wir haben gesagt, ab 0 Uhr geht der Stop wieder rein. Es sei denn, wir sind unter 11.400 und der Kurs fängt wieder an zu fallen. Das heißt, wenn wir die Eröffnung um 0 Uhr oder das Wiedereinsetzen des Kurses um 0 Uhr unter 11.4 gehabt hätten und er wäre nicht wieder gestiegen, sondern direkt wieder gefallen, dann wäre ich ausgestiegen. Du hast um 0 Uhr alle Shorts aufgelöst. Okay. So, und dann war es dann 0 Uhr 10, wir haben gesagt, die Stops gehen 10 Punkte unter das letzte Tief, also auf die 11.394. Take Profit bleibt bestehen, keine Änderung. Es wird, entweder wäre es ein Fake nach unten, wie beschrieben, oder wir klatschen durch, damit liegt das Risiko für die kleine Position bei 36 Punkten. Das Risiko gehe ich ein und gehe schlafen. Das haben wir dann auch um 0 Uhr 10 gemacht. Wir haben hier oben geschrieben, diese Position halte ich über Nacht und ich gehe über 11.500 Break-Even. Das CAV ist gut und die Chancen ebenfalls. So haben wir es dokumentiert. Man kann es auch anhand der Uhrzeit nachvollziehen. So, und dann ist genau diese Geschichte passiert. Wir sind hier hochgelaufen. Hier unten haben wir einen schönen Doppelboden gebildet. Jetzt muss ich euch mal kurz beiseite schieben hier, sonst sehe ich die Kurse nicht. Na komm. Wir haben hier unten einen Doppelboden gebildet bei der 11.404. Deswegen haben wir gesagt, Stop geht auf 11.394. Und hier oben ist mein Stop dann in den Gewinn gegangen, beziehungsweise auf ein Wochenziel von 50 Punkten und dadurch, dass ich pyramidisiert habe, bin ich hier genau auf den Tick genau
rausgeflogen. Die Rückmeldung haben es gebracht. Ich weiß, Broni ist wohl noch drin. Er hat es mir heute Morgen schon geschrieben oder hat es auf Facebook geschrieben. Und Eder hat, er schreibt es gerade, 40 Punkte im Schlaf verdient. Er hat sein Take-Profit auf das Wochenziel gelegt. Das heißt, wir können da heute ganz entspannt rangehen und dann gucken wir uns an, was wir hier heute zu erwarten haben. Ich glaube, deswegen ist ja der ein oder andere auch hier. Für mich sind heute zwei Marken wichtig. Ich muss das hier ein bisschen aufweichen, nämlich einmal diese Geschichte und einmal diese Geschichte hier. Da müssen wir gucken, was er jetzt macht. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich gehe nach den Mustern hier auf jeden Fall heute erstmal von einem Longschub aus. So. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Das hier stinkt mir nach dem Lauf gestern und vorgestern Nachmittag. Dazu machen wir ein bisschen kleiner. Stinkt das hier verdammt nach einer SKS. Hier haben wir den linken Schulterbereich, hier haben wir den rechten Schulterbereich und hier haben wir den Kopf. Und hier würde sich die Nackenlinie ausbilden. Es sei denn, na komm, wir kriegen jetzt gleich wieder ein Tief und zwar hier in diesem Bereich, wo ich diese Linie eingezeichnet habe. 11.450, 11.460. Da müssen wir ein bisschen feinfühlig sein. Wenn dem so ist, müssen wir die Nackenlinie gleich korrigieren. Demnach lege ich hier unten, hier drunter lauern jetzt ein paar Stops, weil die Jungs, die long gegangen sind und nach Markttechnik werden jetzt hier ihre Stops hinlegen. Wenn die dort ihre Stops hinlegen, lege ich hier meine Long Limit hin. Wir können hier mit einem ziemlich kleinen Risiko reingehen und zwar mit einem Risiko von 20 Punkten, weil viel tiefer sollte er nicht fallen. Und wenn wir die Geschichte messen, wo wir hinwollen, dann haben wir hier das Maß der Dinge und werden dann nach dem Bruch hier hochlaufen. Der ein oder andere fragt sich bestimmt, wie ich auf die 11.650 komme. Wir haben es heute Morgen ja noch geschrieben oder heute Morgen noch gesagt, bis 11.650 kann die Position laufen und aus dem, was ich vorher errechnet hatte, wäre die 11.650 hier oben knapp darüber. Ich bin allerdings hier von diesem Hoch ausgegangen. Erstmal weiter kann ich ja noch nicht davon ausgehen, weil wir ja die Nackenlinie noch nicht hatten. Und dann würde sich hier das Ziel errechnen. Da, komm her. Und dann wären wir bei 11.650 für das Ziel aus dieser entstehenden SKS. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, das zu handeln. Jetzt haben wir 8 Uhr und Eröffnung. Jetzt müssen wir schauen, marschiert der gleich durch? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass hier in diesem Bereich ein Gap gerissen wird. Wir haben um 17:30 waren wir gestern hier, 18:10, da in diesem Bereich haben wir gestern Abend geschlossen. Das heißt, wir können durchaus dieses kleine Gap, was hier jetzt zu sehen ist für die Händler in Frankfurt, nachher um 9, dieses Gap, wenn das geschlossen wird, könnte der Schwung reichen, die Stops hier unten noch zu holen und damit auch meine Limit anzufassen. Hängt da links. Links von der Tür.
Alternative, was natürlich auch das schlechtere Setup wäre, ist, wenn er jetzt hier durchmarschiert und dann hier den Bereich 11.15 wieder bestätigt. Das heißt, Lutz, doch nicht so schnell, du bist morgens viel zu nervös. Trink morgens mal einen Eistee und nicht einen Espresso. Das ist besser fürs Herze. Mensch, bist ja auch keine 12 mehr. Warte doch mal, bis Papa ausgeredet hat. Ne? Wenn erwachsene Menschen reden. Ne? Außer, wie hat Clint Eastwood mal gesagt, wenn eine Frau nicht spricht, dann soll man sie auch nicht unterbrechen. Ne? So, Entschuldigung an die Damen hier. Wir haben die Alternative, den Bruch hier nach oben abzuwarten und dann den Rücklauf, die Bestätigung und dann da hoch. Damit haben wir hier uns eine Linie erarbeitet, nämlich die 11.651. 11.650 circa. So, jetzt müssen wir mal gucken, was kann uns diese Nummer noch bringen? Und dazu legen wir hier einen Fibo rein, ne? Und dann sehen wir, dass wir hier von der letzten Bewegung genau hier bei der 61,18 bei der 11.644. Das heißt, wenn wir da drauf gehen, diese Nummer handeln, würde heißen 11.465 ungefähr wäre der Idealeinstieg und Ziel wäre dann in dem Fall jetzt nicht die 11.650, sondern in dem Fall sollte man den Take Profit auf 11.640 legen. Und bei 11.640 kann man dann sogar darüber nachdenken, wenn man sich ein gutes Polster angefressen haben sollte mit der Long-Position, kann man darüber nachdenken, zu drehen. Diese Position zu drehen bei der 40 und dann kann man seinen Stop da reinpacken, wo er hingehört. Soweit klar, was ich hier vorhabe. Okay. Also wie gesagt, wir haben hier zwei Möglichkeiten, diese Nummer zu handeln. Ich liebe das hier. Man kann natürlich logischerweise auch ein Stück höher gehen damit und dann eine Limit Pullback draus machen und diese Limit Pullback dann, warte mal, machen wir mal anders. Man kann diese Nummer hier auch ein Stück höher ansetzen. Da und dann macht man eine Limit Pullback da draus mit 3 oder 4 Punkten Rücklauf. Dann, denn der Bereich hier unten sollte nach Möglichkeit angelaufen werden und ansonsten muss man sich da oben drüber einstoppen lassen. Also, entweder wir laufen hier runter, bilden hier die rechte Schulter jetzt nochmal aus, was auch sehr harmonisch wäre, wenn er jetzt nochmal zügig hier runterläuft bis 9 Uhr hier in diesem Bereich und die Limit Pullback hier unten holt. Alternative, wenn er hier oben rausgeht, dann zurück, die Nackenlinie bestätigt, dann kann man genauso gut da reingehen. Hans Hermann fragt gerade, ob die FIBO-Einstellung neu ist. Ja, die FIBO-Einstellung ist neu. Das ist ein Tool, was ich programmieren lassen habe oder was jemand für mich programmiert hat, was ich bin gerade dabei, das zu testen.
ist eine Geschichte, die ich schon lange haben wollte, dass man die FIBO-Level in verschiedenen Farben hat und auch anders nutzen kann. Aber das habe ich gerade im Test. Wenn das spruchreif wird, dann reden wir darüber. Gell? So, sind Fragen hier dazu? Mal andere Frage von jetzt mal in unsere Paternoster-Runde. Wer hat denn die Position gestern Abend noch mitgehandelt? Und wer hat denn seine Shorts von wo nach wo mitlaufen lassen? Wir haben geschortet bei 11.788 und ich bin bei 11.733 raus, also mit 55 Punkten. Leider Gottes. 300 Punkte verschenkt. Okay, könnt ihr hier reinschreiben nebenbei. Oh. Der Uwe hat seine Long-Position gestartet gestern Abend und hält sie noch, lässt sie noch laufen. Ja, dann ist er auch fast 100 Punkte vorne. Ist ja sehr lobenswert. Sehr schön. Wir haben übrigens für unsere Gruppe das, was ich gerade gezeigt habe, die Updates, die wir geschrieben haben. Man kann sie in unserer Facebook-Gruppe nachvollziehen. Und wir haben seit Montag ein neues Tool für unsere Paternoster entdeckt oder gestartet, nachdem wir das fertig hatten, wo man die Nachrichten fast sekundengenau, also bei mir kommen sie nach 5 Sekunden oder 6 Sekunden, kommen diese Nachrichten an. Alles, was an Updates und so weiter auf der Paternoster-Seite gepostet wird, hat man innerhalb von 5 Sekunden auf seinem Handy. Da wir von Facebook sehr enttäuscht wurden, weil mal wurde es veröffentlicht, dann 2 Stunden später, dann mal wieder gar nicht und so weiter. Genau. Deswegen haben wir ein eigenes Tool jetzt, welches wir nutzen. Und damit hat man das innerhalb von Sekunden auf dem Handy. Und ich glaube, dem einen oder anderen hat das gestern sehr viel geholfen. Dann kann man nicht abends auf der Couch liegen und die Beine hochlegen. Mit dem Handy bimmeln kann man gucken, ob man in seiner Cloud oder auf seinem Server eine Position platziert oder eben nicht. Gell? So. Wie handelt man sowas jetzt aktiv? Dann, wenn man jetzt diese Nummer hier starten will, oder sagen, okay, die Nackenlinie, die wir hier haben, die ist durch. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann startet man die, aber dann geht der Stop direkt unter die Eröffnungskerze. Das heißt, ich würde das Risiko kleiner wählen. So. Und selbst hier wären ja noch 140, 150 Punkte machbar. Reaktion, bisher läuft Slack super, genau. Das Tool, was wir benutzen, heißt Slack, genau. Dort haben wir einen eigenen Kanal, einen eigenen Channel, den Paternoster Channel. Und wenn man sich das auf dem Smartphone oder mit einer Desktop-App oder sowas einrichtet, kriegt man alle Nachrichtensekunden genau dort hingepflastert. Wenn das so weitergeht, nicht Donald Duck, eher Dagobert Helwig Duck mit Poolanhänger am Wohnmobil. Aha, gut. Naja, manchmal läuft's. Aber es gibt, wir sind an der Börse, gibt es genauso Phasen, da läuft es nicht. Wenn man bei uns im Blog zurückverfolgt, sieht man auch, dass es mal
völlig in die Hose gehen kann. Ne? So, gestern Abend hier nachher den Doppelboden hier um eins gemacht, kein neues Tief. Ich hatte hier sogar noch ein nachlaufendes Tief eingeplant. Deswegen haben wir gesagt, den Stop 10 Punkte da drunter, unter die 11.404, 10 Punkte da drunter. Dann hätte er hier ruhig nochmal ganz kurz runterspiken können und dann nach oben laufen. Und wir hatten ja hier ein paar Punkte, ne? So, wir haben gesagt, 120 Punkte, so, die packen wir da rein. Und damit muss ich diese Position hier löschen, weil der springt jetzt zurück. Wenn er jetzt diese Position hier rauskegeln sollte, dann springt er zurück auf 10 Punkte Stop und das will ich nicht. Ich will ja mit 20 Punkten Stop hier unten abgeholt werden an der 11.470, falls ich da oben rausfliege, ne? Falls ich da oben rausgekegelt werde und deswegen muss ich in dem Fall eine andere Strategie wählen. Dann nehmen wir doch einfach mal die hier und die läuft aber nicht. Okay. 11.696, oder? Wäre ich auch gerne. Gut. Ups. Hat sie jetzt meine Plattform aufgehängt oder? Jo. Warten wir, bis die Eieruhr fertig ist, oder? Oder könnt ihr mich auch nicht mehr hören? Doch, da sind wir doch schon. Alles gut. Hier war unsere Analyse, ja, hier war unsere Analyse von gestern früh. So. Und wenn wir jetzt, wir haben gestern Morgen diesen Kanal noch eingezeichnet. Wir haben gesagt, wenn er in diesen Kanal wieder eintaucht, dann läuft er auch bis an die Unterkante durch. Und was hat er gemacht? Er ist in den Kanal eingetaucht, bis an die Unterkante durchgelaufen. Schön, wenn man einen Plan hat und den nachher nicht einhält, ne? Super. Man hätte es nur durchhalten müssen. So, aber dafür legen wir jetzt hier eine neue Strategie an und machen daraus SKS. Elftausendvierhundertundsiebzig, da wollen wir ja rein, ne? So, warten, bis der Onkel fertig ist. Gut, die haben wir. Immer nur für den Fall, dass wir da oben rausfliegen, ne? So, wir haben gesagt, hier in diesem Bereich, da ungefähr wollen wir hin. Deswegen gesagt, wir legen hier mit 20 Punkten und mit 200 Punkten machen wir mal nicht. Wir gehen auf 180, ist auch schon mal eine Hausnummer. Mit 180 Punkten Take Profit da rein, je nachdem, wo wir eben abgeholt werden. Wir wollen es so weit wie möglich automatisieren. Ich gehe davon aus, dass die Stops hier drunter vielleicht nochmal geholt werden. Und dann legen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 bei Limits hin, knapp drüber. Und dann lassen wir die da unten abholen, falls wir hier rausgekegelt werden. Diese Nummer haben wir am Laufen. Das ist der erste Start. Die 15 Punkte, die riskiere ich. Es gibt nur Hop oder Top. Wenn ich jetzt direkt darauf warte, dass er hier runterläuft und er schießt jetzt direkt von dann, dann ärgere ich mich wieder die Pest, weil ich 130 Punkte verschenkt habe. Hier muss ich die Limits dann rauskegeln. Gut. Deswegen muss ich den Versuch hier starten. Für mich hat diese
SKS hier nach dieser Form Gültigkeit. Wir haben hier eine Schulter, wir haben hier den Kopf, wir haben hier noch eine Schulter und daraus bildet sich hier für mich die Nackenlinie. Und dann muss ich mit diesem Setup so hier arbeiten. Fragen dazu? Sind die alle mit Schreiben beschäftigt? Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Bin ich zu frech? Bin ich zu laut? Bin ich überhaupt noch da? Okay. Ich rede einfach weiter. Meine Frau hört mir ja wenigstens zu. Gut, haben wir dieses Setup durch. Für die Jungs, die von unten, genau, unterbrich sie nicht. Deiner Zuhörer. Für die Jungs, die von hier unten kommen und ihre Position noch drinne haben, wie gesagt, meine ist raus mit plus 50, ihre Position noch drinne haben, können sich diese SKS hier ebenfalls zunutze machen für die Stoppsetzung. Das heißt, man kann jetzt, wenn man von hier unten in diesen Bereich kommt, ich bin von der 30 gekommen, ich weiß ja nicht, wo ihr rein seid, aber dann kann man ganz entspannt seinen Stop hier irgendwo in den Bereich 11.450 legen. Dann ist man auf jeden Fall mit einem Tagesziel dabei. Und wenn dann dieses Setup auftaucht und man hier runterläuft, kann man diese Nummer auch schon mal pyramidisieren. Das heißt, hier die Position dann aufstocken und den Stop im Gewinn lassen. Eigentlich eine sehr, 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 sehr komfortable Situation. Okay, also wer hiervon eventuell Gebrauch machen will und solche Setups ebenfalls haben will und vielleicht auch über Slack benachrichtigt werden will, vielleicht bei unserem illustren Haufen mitmischen möchte, schickt uns einfach eine Mail. Nelson packt die Mail bestimmt mit in die Nachfassmail nachher. Weil wir werden ausnahmsweise dieses Webinar wohl nachher auch hochladen. Aber nur, weil mich ein paar Leute darum gebeten haben, weil sie heute Morgen nicht dabei sein können. Und manchmal ist der Nelson ja auch so nett und macht so eine Sache. Betonung liegt auf manchmal. So. Pop. Schauen wir uns dieses Spiel an. In 5 Minuten. Und daraus ergeben sich für mich heute 2 Marken. Einmal die 1,1159 ist eine Marke zum Shorten, so, und die hier suchen wir uns gleich. Wollte ich jetzt bloß nicht übereinander legen, weil wenn ich es übereinander lege, rot und blau, ne? Als Kind haben wir gesagt, rot und blau schmückt die Sau, aber hier gibt es violett. Und lila ist der letzte Versuch, ne? Oder wie heißt das immer? Letzte Versuch im zweiten Frühling, auch doof. So, und da haben wir die 1,1158 und unten die 1,1131. So, das als erstes. So, wie verhalten wir uns hier jetzt? So, da sind wir gut aufgehoben. So. Hier ist es auch nicht so uninteressant. Ich habe mir angewöhnt, diese Marken einfach jeden Tag einzuzeichnen in einen
Chart zum Handeln, weil wenn ich hier in meinem Analysechart handeln würde, passiert es manchmal, will eine Linie verziehen oder sonst irgendwas, hat eine Position drin und dann fasst man aus Versehen einen Stop an oder eine Limit mit an, da verschiebt man nicht nur die Trendlinie oder die Linie, die man hat, sondern dann verschiebt man gleich seinen Stop oder seine Limit mit. Das wäre dann nicht so witzig. Deswegen habe ich hier immer meine Analysecharts, 1 Minuten und 5 Minuten. Und hier habe ich dann einen Handelschart, den man dann genauso auch mit einer Strategie versehen sollte. Handelschart, dann kann einem auch hier nichts passieren. Das hat er ihn nicht genommen. Warum nicht? Muss ich mal bei FX Flat anrufen. Ich habe gehört, die Jungs haben dort Ahnung. Richtig. So. So. Jetzt, wie benutzen wir das hier? Wir sind abwärts unterwegs und zwar ziemlich zügig. Entgegengesetzt den vorherigen Prognosen, da haben wir Bewegung A und hier haben wir Bewegung B, die ebenfalls durch ist, heißt in diesem gute Idee. Bist du auf dem Hundeplatz? Nee, bin ich nicht. Wir haben hier Nachbarn. Wie bekannt ist, sind wir immer noch in Norwegen. Und wir haben gestern Nachbarn mit einem großen Hund gekriegt, der immer unseren Kleinen erschreckt. So, Bewegung A und dann hier gestern Bewegung B. Gestern Nachmittag hat er dann Bewegung B nach unten durchgeschossen, ist dem DAX hinterhergerannt. Und hat diese Nummer hier bis gestern Abend nach unten abgearbeitet. Jetzt gehen wir hier in die Korrekturphase. Und das heißt für mich in diesem Fall, wir brauchen ja nur die Marke. Ich gucke bei der Korrektur jetzt nicht auf das Zeitfenster, sondern ich gucke nur darauf, wie weit er korrigieren könnte oder sollte vom Tief an. Und dann sind wir wo? Sind wir genau an unserer 1,1158. Und das heißt für mich hier die nächste Bewegung. Das ist ein bisschen wenig. So, das heißt für mich hier Sell Limit. Sell Limit. Von der 59 bis zur 33, das sind 25 Punkte. Und da ich nicht weiß, was er da macht, werde ich auch hier mit einem Take Profit von 25 Punkten arbeiten. Ich werde diese Position da unten nicht drehen, sondern ich werde da unten aussteigen. Die Nummer ist mir einfach zu hart. Warum werde ich nicht aussteigen? Ich habe heute Morgen mal hingesetzt, die Performance von dieser Woche bisher. Wir haben am Dienstag den Euro geschortet mit 35 Punkten. Wir haben am Dienstagnachmittag den DAX gelongt mit 200 Punkten. Wir haben am Nachmittag, späteren Nachmittag, dann den DAX geschortet und die Position gestern geschlossen mit 50 Punkten. Dann, das sind schon mal 285 Punkte. Dann haben wir gestern den DAX gelongt bei der 11.730. Das erkläre ich auch gleich für die, die dabei waren, warum ich das getan habe. Das habe ich vergessen, mache ich aber gleich noch. Da sind wir mit minus 32 Punkten raus. Wir hatten gestern eine Euro-Long-Position drin und da ist er gestern, als er die gegriffen hat, gar keine Chance. Das war in einer Minutenkerze, ist er direkt durchgerauscht hier und ist gleich in den
Verlust gekachelt, minus 8 Punkte. Das heißt, der DAX Long ging mit minus 32 in die Hose und der Euro ging gestern mit 8 Punkten in die Hose, minus 40. Und heute Nacht haben wir gerade erklärt, für die ihre Position geschlossen haben, meine ist raus mit 50 Punkten. Das heißt, wir haben 285, 245, wir haben 295 Punkte diese Woche im Sack und wir haben Donnerstag früh für ein Wochenziel mit 50 Punkten, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir diese Performance behalten. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel kaputt machen, aber hier Step by Step, so jetzt nochmal ein Tagesziel irgendwo draufpacken, wäre schon mal eine feine Geschichte. Zu der Euro-Position sind Fragen dazu? Nelson, hast du alles verstanden oder bist du eingeschlafen? Man sagt mir immer, ich habe so eine monotone Stimme, da wird man immer müde von. Ich bin hier bei dir im Webinar noch nie eingeschlafen, lieber Thorsten. Ich habe alles verstanden. Das sage ich mal dem Dirk. Du, Dirk, guck mal, der Nelson, bei mir ist er noch nie eingeschlafen. Genau, so. Also, diese Nummer hier, viel mehr werden wir hier nicht machen. Hier oben eine Sell Limit und die mit Take Profit und so versehen. Diese Sell Limit würde ich sogar in diesem Fall ebenfalls mit Minimum 2 Punkten Limit Pullback versehen. So, ich wollte hier noch kurz was erklären. Ja, die Position läuft ein bisschen. Die Nummer gestern war hier in diesem Bereich, warum sind wir ausgestiegen? Da muss ich ein Stück wegschieben, sonst sehe ich die Kurse nicht. Da. Komm her. Mein Fadenkreuz folgt mir nicht. So. Wir haben hier gestern unten diese 6,90 angelaufen. Bei 6,70 hatten wir eine harte Marke, wo wir sagen, die könnte Schwierigkeiten bereiten und danach sind wir hier hoch und dann wieder hier runter und ich habe es dann auch geschrieben, wenn das mal nicht eine SKS wird und deswegen habe ich meine Shorts geschlossen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Da. Linke Schulter, Kopf, rechte Schulter und ich hatte vermutet, dass diese Marke hält und dass er dann nach oben durchschießen und deswegen habe ich meine Long-Position, meine Short-Positionen hier geschlossen, als er da drüber ist. Wir hatten hier eine schöne, saubere Nackenlinie und ich habe gesagt, Punkt A, hätten wir hier eine SKS bekommen können und Punkt B, haben wir auch mit einem Schlusskurs da oben drüber. Wir haben hier ein tieferes Hoch und wir haben hier ein tieferes Tief. Das heißt, das hier ist mit diesem Tief, ist dieses Hoch gültig. Und wenn dies kaputt gemacht wird, dann haben wir einen Trendbruch. Und deswegen habe ich meinen Stop nachgedreht und bin dann hier mit dieser Kerze da nachher mit dem Trendbruch rausgeflogen. Fataler Fehler, wie man sehen kann, weil diese Nummer hat mich nicht 300 Punkte gekostet, aber da ich ja von der 788 kam, hier, wir waren hier noch morgens noch minimal im Risiko und als der Kurs anfing zu laufen um 8 Uhr, hier irgendwo, genau, hier, das war die Markteröffnung, da waren wir schon aus dem Risiko raus, man hätte die Position, wäre Fahrradkette, ne? Diese Position nur Break-Even abgesichert weiterlaufen lassen, um dann zu schauen, was passiert, dann hätte das gestern richtig volle Granate gescheppert und wir hätten 300 Punkte mehr, 600 Punkte in einer Woche. Naja,
kann ja nicht immer alles perfekt klappen, ne? So, das ist mein Plan und ich glaube, wegen dem Plan seid ihr hier. Diese Position werden wir auch im Paternoster Club handeln. Wer Interesse hat, in unserem, sage ich mal, illustren Club mitzumachen, der ist herzlich willkommen und soll uns einfach eine Mail dazu schicken. Bitte, Nelson, schreib du mal unsere Kontaktdaten dazu mit in die Nachfassmail, dass die Leute wissen, an wen sie sich wenden können. Oder ich schicke dir nachher einen kleinen Text, den du vielleicht da reinjagen kannst. Dann schickt uns eine Mail, dann könnt ihr da mitmischen. Wir haben, wie gesagt, die Kommunikation jetzt auch auf sichere Beine gestellt. Schön, dass die Kommunikation über unser neues Tool jetzt auch so gut funktioniert. Wenn man das einmal eingerichtet hat, ist das ja auch alles kein Problem. Wir haben uns ja lange noch damit befasst. Mein SL wird dann hier mit 10 Punkten greifen. 10 Punkte Stop-Loss und 25 Punkte Take-Profit. Gut, dass du mich darauf ansprichst. Und den Break-Even-Schutz werde ich dann machen, wenn ich 10 Punkte im Gewinn bin. Also wenn ich die gleiche Zahl an Punkten vorne bin, wie hier ins Risiko gehe vorher, dann geht mein Stop-Break-Even. Mit der Performance diese Woche im Rücken kann man das ja auch ganz entspannt angehen lassen. Nicht wahr? So, wenn keine Fragen dazu sind, dann kann ich nur sagen, es war mit euch eine schöne Viertelstunde. Ich glaube, ihr habt noch Sommer draußen. Wenn ich hier rausgucke, heute Morgen bin ich rausgekommen hier. Einen wunderschönen Blick auf den Fjord. Und sage, geht das überhaupt? Ich probiere jetzt mal was, ne? Das ist eine miserable Auflösung, glaube ich, ne? Aber wenn er da hinten rausguckt, das ist mein Arbeitsplatz, ne? Kann man das sehen? So, das ist mein Arbeitsplatz, aber da draußen sieht es aus wie Herbst. Wir haben Herbst. Aber genau aus diesem. So, ich mache das mal wieder aus. Das frisst hier nur Performance. Wie kalt ist es denn? Ich glaube, wir haben draußen gerade 8 Grad oder 9 Grad. Gefühlt Herbst. Draußen alles nass, raureif und wir sehr schnell haben das Gefühl, hier werden langsam die Blätter bunt. Das dauert auch nur noch wenige Tage und wenn das dann richtig kalt wird, werden wir auch unsere Klamotten packen und uns wieder Richtung Heimat begeben, damit wir dann am 20. September, glaube ich, ist das, ne, Nelson, gemeinsam den Stereo-Trader begehen können. Ich warte übrigens immer noch auf einen Rückruf von dir. Okay, kriegst du gleich. Hat man dir wahrscheinlich nicht ausgerichtet, ne? Habe ich jetzt so nicht in Erinnerung, nein. Wollte Konstantinus dir am Freitag sagen. Naja, Ah, okay, dann weiß ich, worum es geht. dann sag ihm mal einen schönen Gruß. Wenn er sowas vergisst, dann soll er sich erstmal einen Minuspunkt ins Muttiheft machen. Ich zeichne nachher gegen und seine Papiere sind gerade ein Stück weiter nach oben gerückt. Nein, da muss ich ihn in Schutz nehmen. Dann habe ich Minuspunkte bei dir Ne? gesammelt gerade. Schutzpatron Nelson. Okay, hier noch ganz kurz dazu. Sollten wir erst hier runtergehen und nicht durchrauschen, das würde ich manuell machen. Das heißt, wir gehen erst hier runter an die 1.11.33 und kriegen hier eine Umkehrformation. Würde ich diese Umkehrformation longen bei 1.11.33 und die würde ich dann bei 1.11.57 ungefähr drehen auf Short.
Verstanden? Wenn wir nicht erst hier hochgehen, wenn die hier oben jetzt nicht ausgelöst wird, dann würde ich mir hier unten eine Long-Position holen von der 1.11.33 circa kommend. So. 35, ich würde sogar auf die 35.5 gehen. So, da würde ich eine Long-Position holen. Und diese würde ich dann in diesem Fall da oben drehen. Das heißt, erst hier runter, Limit Pullback, zack, genau, mit zwei Punkten. Dann soll er erst die hier unten holen, soll die nach oben tragen, soll die hier oben dann bei der 57 direkt drehen. Dann will ich hier wieder shorten. Umgedreht holt er erst die Order hier oben, dann lösche ich die hier unten, dann will ich hier unten nicht drehen. Okay. Wenn ich manuell davor sitze und ich bin hier unten in der Lage, meinen Stop auf Tagesziel zu ziehen, dann kann es auch sein, dass ich den Take Profit rausnehme und meinen Stop auf Tagesziel lege und lasse das Ding dann einfach laufen. Okay, ich wollte euch jetzt aber nicht damit durcheinander bringen. Es ist trotzdem okay, habt ihr das verstanden? Okay, so. Gut, die Nummer läuft. Entry 21. Wir sind bei der 41. Tagesziel wäre jetzt realisiert. 20 Punkte ist schon sehr, sehr mutig. Also, wer diese Nummer handelt oder gehandelt hat, kann drüber nachdenken, jetzt sogar live hier sein Tagesziel zu realisieren. Wir haben es jetzt 8:39 Uhr. 8:39 Uhr kann man sein Tagesziel von 12 oder sogar 20 Punkten realisieren oder sein Stop jetzt auf die 12 Punkte ziehen, wenn man das denn will. Meiner geht auf jeden Fall Break-Even. So. Und dann kann dem schon mal nichts mehr passieren. Dann kann man nämlich genau dann, wenn die anderen jetzt aufstehen, die 9-Uhr-Händler, ne, die stehen jetzt gerade auf und stehen grübeln, Kopf kratzen, Brille putzen an der Kaffeemaschine und überlegen, wie sie das Ding jetzt ankriegen, um da die braune Suppe rauszukriegen. Und wir machen hier Feierabend und können unser Tagesziel hier realisieren. So. Und damit wir es auch richtig live machen, nehmen wir diese Position raus. So handelt man morgens, so handelt man live, so macht man seine 20 Punkte und dann kann man nämlich hier diesen Lauf nochmal starten, weil die Jungs um 9 Uhr sehen ja die gleiche Geschichte nachher. Okay, hier 20 Punkte, nicht so schlecht. Und hier warten wir ab, ob er die hier unten noch holt. Müssen wir sehen. Und damit entlasse ich euch jetzt in einen, laut Wetterbericht, glaube ich, sommerlichen Tag. Ich glaube, so nass ist es in Deutschland nicht mehr. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch was gelernt heute Morgen. Und wenn er nicht genug gelernt hat, schickt uns eine Mail. Wir haben bei uns in der, glaube ich, so eine der größten Communities in Deutschland auch noch Platz für dich und freuen uns immer auf Zuwachs und auch unsere Paternoster freuen sich auf Zuwachs. Ich habe gestern an alle Paternoster, bestehenden Paternoster übrigens eine Mail geschickt wegen unseren Zielen und so weiter für 2020. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und danke an Nelson, danke, dass ihr so zahlreich meinem Gelaber hier ein bisschen zugehört habt und vielleicht hat der eine oder andere auch ein bisschen was Positives mitgenommen. Wenn ich zu frech war, sage ich einfach mal sorry. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es scheiße war, dann sagt es mir. Wir sind für alles offen. In diesem Sinne sage ich jetzt tschüss, tschüss, moin, moin, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer
Thorsten Helwig. Ja, vielen Dank, Thorsten. Da schließe ich mich an. Ich wünsche auch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Position auf. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende und bis dahin alles Gute. Tschüss zusammen.